Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Ich muss gestehen, dass ich beim letzten Mal schon fast auf der richtigen Spur war. Uff. Okay. Und zwar geht es tatsächlich nach oben, wo wir letztens schon waren. Und dann da tatsächlich so rüber. Weil hier gibt es tatsächlich am Ende nur noch einen Weg. Da habe ich mir selbst so ein bisschen... Naja, egal. So. Und wieder der Part, den ich hasse, das lange Hangeln. So. Warte, muss ich jetzt da hoch? Nee. Okay, ich springe auf etwas hoch, um danach da runter zu springen. Okay. Jetzt die Millionenfrage, wie komme ich hier runter? Kann ich mich da einfach fallen lassen? Muss ich sogar. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann erstmal weiter. Denn hier gibt's was für die Peitsche. Nochmal. Und jetzt kommt schon der nächste größere Sprung. Sehr schön. Das gefällt mir, wenn es auf Anhieb funktioniert. Das gefällt mir. Und tada! Da sind wir nun. Ich hoffe, keiner hat jetzt einen Herzinfarkt bekommen, aber das war es mir auch wert. There. Aha. A plant ball. Nee, mit dem wollen wir nicht spielen. Jetzt geht's endlich ab ins Wasser. So, ich meine, hier war auch noch was. Okay, eine Heilpflanze. Davon haben wir echt genug. Kann ich auch zur Not noch gleich einkaufen. Oder nach dem Level. So, sonst war hier nichts. So, und jetzt geht's hier lang. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich speichere auch vor großen Sprüngen ganz gerne zwei, dreimal.
Sehr schön. This is a dead end, but there's a window to the outside over there. Jeder kennt wahrscheinlich die alte Szene, hier und da mal mit dem Ball Fenster eingeschlagen zu haben. Wir nehmen heute eine Revolverkugel, aber läuft aufs Gleiche hinaus. Hallöchen! Ich will da nicht rein. Sehr gut. Und jetzt mal ein kleines Secret, was ich mal entdeckt habe. Viel Spaß dabei. Look, the second book of Aristotle's Poetics. You don't see that on every shelf. Also irgendein antikes Buch von Aristoteles. I'm not sure that's a good idea. Und wenn ihr das oft genug macht? That looks dangerous. That looks dangerous? Uh-oh. Ow, ow. Gibt's eine hübsche kleine Vergiftung. Also, das Buch wehrt sich. Nur mal so just for fun. Stimmt, da oben waren ja auch welche. Das machen wir mal schnell so. Ich mache mir nur um die Kameraden da unten Sorgen. Ich hoffe mal, dass das gut geht. Wahrscheinlich werden wir das ein oder andere abkriegen. Das waren ein paar saubere Durchschüsse. Einmal schnell. Zack. So leicht geht's. Bitte lass die Russen uns nicht sehen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm schon. Hey, jetzt bist du da. Ach so, da liegt noch eine ganze Menge dazwischen. Ja, dann. And look what I found. Medicinal herbs. Hey. Noch mehr Heilkräuter. Medicinal herbs. This might work as a flower pot. Genau. Ein Blumentopf für eine Blumenzwiebel. Sehr schön, da keimt das Blümchen. So, dann erinnern wir uns auch mal schön an die Schulzeit zurück. Da. Okay, das war jetzt schlecht getan. Gut. Dann erinnern wir uns mal schön an die Schulzeit zurück. Was braucht denn neben Wasser ein Blümchen noch? The bulb sprouted. I'm no gardener, but I read somewhere that plants need light. Licht. Wo kommt das Licht her? Ich möchte mal dazu sagen, einen kleinen Fun Fact. An dieser Szene, an dieser kleinen verkackten Szene, habe ich mal, da war ich etwas jünger, ich glaube so 12 oder so, wochenlang gesessen, weil ich das hier nicht gefunden habe. Und ich bin froh, dass ich es inzwischen gefunden habe. Denn jetzt sage ich mal, es werde Licht. Also kleiner Funfact, ihr könnt die Pflanze auch direkt mit ein bisschen Licht erfüllen. Macht keinen Unterschied. Okay, jetzt haben wir hier so eine schöne Perspektive. Ändert sich aber gleich, keine Sorge. Einmal speichern. Na, geht doch. Ah, hier unten noch mehr, ja. Hier,
Shit. Ich bleib doch stehen. Das ist gemein. Gut, aber ich bin gemeiner. So. Erstmal hole ich mir die Wumme von dem Dicken. Nein! Da lässt der Dicke die Wumme fallen. Gut, hole ich mir eben seinen kleinen Kameraden. Beziehungsweise Genosse sind ja Russen. Fall doch um! Wie viel Schuss habe ich jetzt noch? 81, okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich meine, hier brauchten wir schon die Peitsche. Hier hatten wir, da war schon alles weg. Sehr gut. Ich meine, hier kam jetzt auch schon irgendwo der nächste. Richtig. Mal sehen, wie viele Treffer. Wir haben ja genug von den Heildingern. 2, 4, 1, 6. Also damit kommen wir noch lange aus. Ja. So. Aber wir haben ja auch eben einmal auf dem Dach erledigt. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Munition rumliegen. Sehr schön. Nehmen wir mal an, die stehen immer noch irgendwo da draußen rum. Oder sind die weg? Keine Ahnung. Wie viel hat die denn jetzt? Ja, okay. Das geht ja noch. Uff. So. You again. Do you have the treasure? Here's the best I could do. I hope you're not disappointed. Not yet. Ah! Your gift is great. Now. Here is the way to the Babylonian curse. Return when you have cleansed the sanctuary. Beware the ice. Also darunter geht es zum babylonischen Fluch und hütet euch vor dem Eis. Beware the ice. Das werden wir häufiger von der hören, wenn wir die ansprechen. Okay, auf zum babylonischen Fluch. Im nächsten Teil würde ich dann sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Wir haben ein bisschen was über Pflanzen gelernt, was im Prinzip jedes Grundschulkind kennt. Und ich hätte ganz gerne auch eine von diesen Pflanzen, muss ich gestehen. Würde mir auch manchmal helfen. Naja, egal. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.